Funktioniert die Personenüberprüfung und Identitätsfeststellung bei uns eigentlich oder funktioniert sie nicht? Ich würde nur einen Aspekt gerne nennen wollen und ihn aber auch kurz machen. Auch das ist ein Diskussionspunkt, wo es sich lohnt, einmal hinter die Kulissen zu schauen. Wenn immer diskutiert wird, wir brauchen aber eine klare Feststellung, wer bei uns reinkommt. Wir müssen wissen, wie er heißt, wo er herkommt und. So, dann ist das ist einfach Unsinn, weil wir es überhaupt nicht überprüfen können. Da kommen Hunderte, Tausende Menschen an die Grenze und haben in aller Regel keine Papiere und nennen einen Namen, womöglich noch ein Alter und vielleicht noch einen Heimatort, mit bisschen Glück auch noch das Land. Und dann wird der registriert mit diesen Daten und es gibt keine Datei, nicht nur nicht in Deutschland, sondern ich wüsste auf der ganzen Welt keine Datei, eine Datei des Bösen, wo man sagt, das sind alle potenziellen Straftäter, alle bösen Menschen sind da drin und jetzt checken wir mal, ob der Hassan sowieso, der sich gerade hier an der Grenze befindet, ob der in der Datei der schlimmen Menschen ist. So. Diese Datei gibt es nicht. Er müsste, um bei einer Dateiabfrage positiv aufzufallen in Deutschland, müsste er in Deutschland eine Straftat gemacht haben, um beim BKA registriert zu sein. Er müsste an der Grenze dreimal zurückgewiesen worden sein, was wir ja nicht machen, und mit einem Fingerabdruck versehen worden sein, um in der Fingerabdruckdatei einen Treffer generieren zu können. Und. Das heißt also, die Vorstellung, wenn wir nur eine super gute Registrierung dieser Menschen an der Grenze haben, dann haben wir einen großen Teil des Problems gelöst. Diese Vorstellung ist einfach irreal, sondern wir haben eine gute Erfassung, das war es aber auch. Wir haben damit keinen positiven Vorteil. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, wissen Sie, dass zum dritten Mal irgendein Straftäter einreisen will, ja, den erwischt man dann. Aber bei der ganz überwiegenden Masse ist das eigentlich erstmal ein Schuss ins Leere. Das ist vollkommen richtig. Es ist aber eigentlich noch schlimmer in den Fällen, in denen wir auch was gegen diese Leute haben. Sie müssen sich einfach vorstellen, wie ich sagte, 80% haben keinen Pass und stehen dann plötzlich an der Grenze. Ja? Und dann geben die als Namen an Mohammed Ali. Ja? Ich habe keinen Pass, bin ohne Pass, ich bin geflüchtet, komme aus Afghanistan, spreche aber allerdings nur syrisches Arabisch. Ja? Behaupten, politisch verfolgt zu sein, wollen rein, Mohammed Ali. Man guckt in die Datenbank, kein Mohammed Ali mit einem Treffer. So, dass der Typ vielleicht anders heißt, weiß man nicht. Und unsere Gefahr, und das war meine Sorge gewesen, als ich Verfassungsschutzpräsident war, um 2015, 2016, dass wir in den deutschen Datenbanken zufälligerweise mal einen Treffer hätten. Ja? Zufälligerweise jemand, der in Deutschland schon mal war. Oder wo der BND über ausländische Partnerdienste uns einen Tipp gegeben hat. Das ist eine Figur, die vielleicht schon mal in den USA war und da eine Straftat begangen hat. Dann hätten wir einen Treffer gehabt, aber der Mann ist eingereist, weil wir den richtigen Namen nicht mit der Person zusammenbringen konnten. Das heißt, das Thema Kontrollverlust bleibt uns erhalten. Das bleibt uns natürlich erhalten. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir es nicht mit einer Masse zu tun haben, sondern dass wir zumindest diesen Kontrollverlust so niedrig wie möglich halten.